Ja, das Abschlusstraining vor dem Spiel in Augsburg liegt in den letzten Zügen, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Wir haben ein Geburtstagskind dabei. Marco Friedl feiert heute seinen 20. Geburtstag und Max Kruse hat ihm vorhin auf dem Weg zum Trainingsplatz schon ein kleines Ständchen gesungen. Auffällig ist noch, es ist arschkalt. Mir zumindest. Die Jungs im Hintergrund bewegen sich ja so ein bisschen. Einer ist nicht dabei, Milos Veljkovic hat einen Schlag auf den Fuß bekommen. Der kam ja gestern schon in Krücken zum Training, da hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet, was wiederum heißt, dass Sebastian Langkamp möglicherweise seine Chance bekommt und zum ersten Mal in der Startelf steht. Der Innenverteidiger kam ja im Winter aus Berlin und hat bisher nur Kurzeinsätze gehabt. Das könnte sich morgen in Augsburg ändern. Ja, im Hintergrund könnt ihr es sehen, die Mannschaft packt zusammen, die Bälle werden in den Ballsack gepackt. Jetzt geht's in die Kabine zum Duschen und dann auch schon zum Flughafen. Über München reist die Mannschaft nach Augsburg und wir drücken natürlich die Daumen, dass sie am Samstagabend mit 3 Punkten im Gepäck wieder zurück nach Bremen kommt.